Na, was hast du denn da Sonderbares mitgebracht? In den Kommentator, der auch hier wolkige Blume genannt wird. Sag was. Oh mein Gott, ich bin eine wolkige Blume, dann iss mich nicht. Aber naja, jetzt wo sie schon einmal hier ist, sollen wir sie wohl mal die Wurzeln schlagen lassen, wa? Sie schwebt. Bei Let's Play Tales, nein, Super Mario Galaxy 2 wieder dabei, der Kommentator. Er auch spricht die vor. Wolkige Blume. Genau, wolkiger Tefi-Joghurt. Mit rechts gedrehten Linkswindungen. So, hier haben wir soweit alles fertig. Es ist kein Dingskomet aufgetaucht, leider Gottes. Oh Gott, die Kettenhundfabrik. Der Komet hier. Ja, toll ist die auf jeden Fall, aber Halleluja für die Kometenherausforderung hier. Da habe ich federn lassen, sag ich dir. War das das mit den Marios doch wieder? Ja, mit den Schatten-Marios. Das ist quasi das, was ich jetzt mache mit Schatten-Marios. So zwei, drei Stück, das war. Nur zwei, drei Stück? Nur? Ha? Ha? Ja. Ja, sei froh drum. Ich habe mehr federn lassen. Und wie viel mehr? Oh, habe ich da federn lassen. Mal sehen. Das dauert jetzt. Hallo, kannst du mal auf dem landen? Danke dir. So, erstmal hier das Gezücht auf. Scheiße. Seite. Mein Gott. Lande drauf. So. Oh Gott, wie war das hier noch gleich? Oh, Kometenmünze. Kometenmünze. Ich brauche die Kometenmünze zuerst. Ohne Kometenmünze gehe ich nicht aus dem Haus. Oh, scheiße. Oh, scheiße. So. Na. Ah. Ich will. So, dreh dich. So, gut. So, gut. Rums. So, Kometenmünze habe ich eingesammelt. Und jetzt schön. Moment, ich muss einen Schalter, ne? Ich musste einen Schalter. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie die Galaxie war. So, Schalter ist umgelegt. Sie kommen runter. Können runtergerollt kommen. Sehr gut. Jetzt. Ah, ja. Hä? Moment. Ach so, da kommt er. Ah ja, stimmt. Ah, haha. So, jetzt weiß ich wieder, wie es geht. Yay. Yeah. Wow. Wieder voll drin. Du weißt wieder genau, was das ist. Ja. Oh mein Gott, ich hab... Beim allerersten Mal hab ich's nicht mehr getan. Vergessen wir es. So. Das ist eine Röhre. Was war in der Röhre? Weißt du noch, was in der Röhre war? Sag mir, was in der Röhre war. Ein Raum mit Dingen. Mit Dingern, ja, ist klar. So, ich gehe mal in die Röhre rein. Um zu gucken, was... Ach so, es sind nur Würfelspielchen. Ne? Damit verplempere ich meine Zeit nicht. Das hier ist lang genug, Jungs und Mädels und Kanarienvögel. Komme ich da hinten rüber mit einem Long Jump? Nee, ne? Nein, wohl. Mit einem Long Jump und dann so einem Drehsprung noch zum Rettung könnte das klappen. Na, lassen wir mal. Hier, eins auf... Oh, da waren viele Starbits. Okay. Ein Pac-Man. Da war ein Pac-Man. Oh, ah, i, aha, Shaka-Baka. So, du gehst tot. So, wunderbar. So, den killen wir ja auch mal kurz. Hallöchen und sterb mal schön. Dann legen wir hier einen Schalter um. So, und jetzt müssen wir wedeln. Rechtzeitig. Oh Gott, jetzt muss ich da auch noch drüben die Wippe wippen. So, ja, komm her. Fein gemacht. So, jetzt muss ich da... Ui, war das knapp. Ui, jetzt bin ich beinahe hier. Aber sowas von runtergedünnelt. Du bist so still heute, das ist man gar nicht von dir gewohnt. Ich lass dich reden, du bist so, so hyperaktiv. Ja, da kann ich doch nicht einfach hyperaktiv. Ja, aber wenn ich hyperaktiv bin, dann siehst du ja, ich kann mich nicht mehr richtig artikulieren. Wenn ich die Bini mache, dann bin ich ja mal, ich sag mal. Oh Mann, aber da. Du kannst dich nicht richtig artikulieren und wenn ich irgendwas vorlese bei meinen Let's Plays, lese ich irgendeinen Shot vor. Also. Mein Gott, wie funktioniert denn das hier nochmal? Erstmal hier Wichte wegwichten. Hier, ich wische den Wicht weg. Okay, hier ist schon mal. Goldener Kettenhund. Oh ja, der Güldene. Ist wieder eine DSA-Sache, der Güldene. Der Güldene ist der fiese, böse Nichts. Gott ohne Namen. Okay. Ich musste mich jetzt. Warum nennt man dann den nicht der Dunkle oder der. Schwarze? Keine Ahnung. Okay. Weiß ich jetzt echt nicht, keine Ahnung. Ich bin interessiert, weil, ne, so ist jetzt die Farbe, die ich mit finster und böse assoziiere. Also, ja, du hast ja recht. Ach ja, stimmt, jetzt muss ich dir im richtigen Moment das Knöpfelein betätigen. So, komm. Und jetzt, zack. Und die Spannung steigt und... Hat's geklappt? Ja, hat geklappt. Es rollt, es läuft. Das ist der erste Stern für heute, oder? Ja. Das ist der erste Stern für heute, oder? Das ist der erste Stern, ja. Okay. Gut. First try? Kann man so lassen. Kann man überleben. Ist so wunderschön. Sehr gut. Wie viel Zeit habe ich noch? Wir sollten es nochmal neu machen. Was? Ich finde, wir sollten es nochmal neu machen. Das geht noch besser.
Und schneller. Ja, dat, klar geht das, aber hier bin ich hier. Heiß ich Kommentator Sack? Seit wann heiß ich so? Hab ich doch nicht behauptet? So, lass es bitte. Komet. Warum sehe ich hier gerade die Kometen herbei? Ich meine, das sind asoziale, verdammt schwere heraus. Nein, so. Nein! Da hast du ein Komet. Nein, ja. Bowsers Gangster Armada. Nein! Mario, ja. Ein Brief für dich! Der Hausmeister. Oh, und ich kriege eine Herausforderung vom Hausmeister, aber zuerst will ich. Oh mein gottiger Gott! Oh, hab Erbarmen! Oh nein, ich will erst. Zuerst einfach. Nein! Ja! Was? Nein! Nein! Oh, scheiße! Ich hab gedacht, ich hätte verdammt Kacke! Verschaka! Erst wenn ich mehr raus? Nein, ja doch, aber erst wenn ich drin bin. Nein, ich hätte zurückgekonnt, oder? Oh, Zeit. Ja, komm, hier, spring. So, das nehmen wir noch mit, obwohl das zählt, glaube ich, nicht. Zurück zur Galaxienkarte. So, ja, komm. Ja, mach hinne. Ich habe keine Zeit. Ich muss noch die Rohrverstopfung lösen. So. Genau. Welt 3. Das ist, abgesehen von dem, was sozusagen ganz zum Schluss kommt, also nicht ganz zum Schluss, sondern quasi so von den letzten der 120 Normalsterne, da sind diese Stages hier, diese Endstages, Level-Endstages mit Komet, mein absoluter Horror. Aber wirklich. Meiner nicht. Doch. Ich hasse vor allem. Moment, ist das jetzt hier? Jetzt bin ich gerade. Muss ich gerade überlegen. Oh, scheiße, das ist der Bosskampf. Mit einem Lebenspunkt. Nein! Oh nein. Ja! Nein, ich werde so sterben. Ja. Ich werde abkacken. Ich werde. Oh, da kommt er wieder in seinem Pokéball. Pokémon, schnell, komm und schnapp ihn dir. Was ist das hier? Ein Schildkrötus. Oder wie nennen sich die? Schildkröteron. Du hast nicht genug. Ich werde dich von deinem gemütlichen Cockpit aus. Ah, das hatte ich schon mal vorgelesen. Ja, bla bla. Hier heiße Luft und viel. Der hat einen Schlabbersatz an, mit einem Gebiss drauf, oder? Ja, aber das war doch seine komische Tarnkappe da in Sunshine, oder war das nicht so? Sunshine? Ja, in Super Mario. Ich nicht mehr. So, Yoshi, ich brauche dir. So, dieser Wasser-Mario da. Schieß ab! Oh, ja Gott, jetzt hätte ich beinahe schon gefailt. So, hier warte ich jetzt, bis er seinen Tröterich wegmacht. So, wunderbar. So, komm her, komm, ich fress dich. So, zack. Und komm, nächster. Ich seh dich nicht. So. Oh, es wackelt zu sehr. Du hast das Ding überhaupt Brüste. Was? Ja, diese blauen Dinger sind doch garantiert Brüste. Guck's dir an. Ja, klar sind das Brüste, aber das ist ja auch männlicher Bowser-Bösewicht, oder? Wo war denn jetzt also, hier nochmal dieser Scheiß-Stern? Da ist er. Rums schnell. Holla. 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 Und jetzt, zack, komm. Schieß. Bombs, kommt die Welle noch an? Nein, kommt sie nicht. Uah. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wo ist der Stern? Ich brauche einen Stern. Ich brauche den Stern, komm. Oh, dass ich diese scheiß Sterne nie wiederfinde. Scheiße. Nein. Oh, das war's schon. Bei dem ersten Mal rüberfliegen, finde ich diesen zweiten Stern nicht. Dann wäre das nicht so das Problem. Oh. So, ich gehe schon mal hier lang, weil da kommt ein Stern. Und da kommt ein... Boah. Oh mein Gott. Ich habe schon gedacht, jetzt erwischt es mich wieder. Zack, schieß. Bombs. Zack, jawohl. Und also ich bin gebannt von diesem unglaublich epischen Kampf mit dir und dem Killer-Roboter. Ich weiß nicht, was ich hier so recht sagen soll. Es ist. Zack, komm. Ja, du sagst ein bisschen zack, bumm, peng, knall, ja, ich weiß. Verbaut, bam. Wo ist der Stern? Ja, wie in den alten Comics, ne? In den alten. Ja. Oh Gott. Multitasking. Ah, da ist ein Stern. Da ist ein Stern. Jawohl. Ich habe ihn gefunden. Boah. Und ich bin hier hinten. Jetzt muss ich wieder auf die Salve warten, ne? Oh nein. Was habe ich jetzt gemacht? Scheiße, Dreck! So. Ich bin zu früh. Wunderbar. Ja, einen kleinen Tick zu früh, ne? Ah ja, egal. Ich konnte diesem Strahl, oder diesem Dings entwischen. So, dem werde ich jetzt so entwischen. Ich hoffe, Yoshi... Scheiße, den hatte ich zu lange im Maul. Warum? Ah, warum? Ah, ich weiß schon, warum ich diesen Kampf hasse. Ah. Aber ich hab diesen Kampf mal so einen Schnitt, ne? Was? Nach dem Kampf einen Schnitt? Definitiv. Komm, trifft die Brust. Sehr schön. Sehr schön auf den Nippel getroffen. Ja, das ist ein Mann. Wir mögen es nicht, wenn wir unseren Nippel beschießen. Komm, spuck. Jawohl. Ah. So. Jetzt nimmt er seine Dinger hoch. Sehr schön. Jetzt mal böllern. Komm, jawohl. So habe ich das hier.
So, zeig deine Brust. Sehr schön. Das ist, oh, du sackgesichtiger Hurenkopf. So, komm. Zack, Roms, zack, jawohl. Und rüber, rüber, rüber. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das müsste ich überleben. Sehr gut. So, komm. Komm, friss, spuck. Komm, triff. Nein, nein. Nein, falsche Richtung, falsche Richtung, falsche Richtung. Stern ist woanders, Stern ist woanders. So, ah, die rüber. Panik in deiner Stimme, die ist doch herrlich. Komm, nein, ja, was verdammt. Komm. Komm, jetzt, komm, fress ihn. So, schieß ihn. Ja, sehr gut. Jawohl, es geht. So, Phase 3 ist angelaufen. Wenn ich das jetzt noch überlebe, wenn ich das jetzt noch überlebe. Halleluja. Dann bin das wäre so geil. So, den hier schlucken. Komm, schluck. Spucken. Sehr gut. Hier nehmen. Sehr gut. Erste Phase abwarten. Schießen. Und nochmal drüber. Jawohl. Jawohl. Eigentlich ist das jetzt Puppe einfach. Das ist Puppe einfach. Jetzt komm hier. Schluck. Spuck, Schluck, Spieß und jawohl, jawohl, ich hab's. Boah, Gott, mir wird das schwindelig. Mit dir kann ich echt nicht mithalten. Unglaublich. Was? Mit dir kann ich nicht mithalten. Wieso? Du hättest da viel, 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 viel früher geschafft als ich. Nein, das meine ich nicht, aber du zeigst viel, 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 viel mehr Emotionen, wenn du irgendwas schaffst in den Spielen. Ja, weil das, ich leide hier, ich leide, ich leide! Höllenqualm, ja, wie viel Zeit habe ich denn leiden. Jetzt noch? Habe ich noch Zeit für einen Stern? Vermutlich ich nicht, oder? Ich würde mal sagen, du hast noch 3-4 Minuten. Guck mal, was jetzt kommt. Obwohl, da ist doch der Hausmeister übrig, mal sehen, das ist ja eigentlich, geht schnell, meine ich. Ich kann ja mal reingucken und zur Not abbrechen, oder? Ja, so die Felsen ein bisschen beschleunigen, das geht ja auch noch, ne? Das kommt. Halleluja! Ja, ist okay. Spiel gespeichert. Sehr gut. Wo war der Hausmeister? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich kenne das ja auf der großen Übersichtskarte. In der Brücke Dingenskirchen-Galaxie. Ja. Da. Da ist er. Sag ich doch. Oh Gott. Scheiße. Ich glaube, das war ein fieser... Also, was heißt fies? Oh, nee, der... Oh, der war ätzend. Oh, war der ätzend. Kacke. Ach, der war nicht nur fies, der war sogar ätzend? Ja. Okay. So, hier. Oh, ja. Ich glaube, ich weiß noch, was ich da machen musste. So, das kennen wir schon, das hatten wir. Jetzt muss ich diesen Anfang der Galaxie nochmal neu spielen. So, und ich muss erstmal die platt machen, wie wir das gewohnt sind, damit ich das Utensil des Steins, den weisen Stein des Berges, hier rauskomme. Also ich persönlich mag den Stein nicht. Ich finde das cool, was sie damit gemacht haben, bin ich ganz ehrlich. Ich persönlich bevorzuge dann doch eher die Blume, so von Erneuerung. Oder Yoshi. Yoshi! Kacke! Nein! Ja! Verdammt! Nein, bleibst du doch, stehen? Bleibst du stehen? Ja, ich muss jetzt hier das alles erstmal kaputt machen. Bombs. Du hast das Ding. Okay, das war ein Fehl. Wie es weitergeht, ob ich dieses Level jemals schaffen werde, erfahren Sie beim nächsten Mal, wenn es wieder ist. Let's Play Super Mario Galaxy 2 mit mir und dem Kommentator. Bis dann.